Recht herzlich willkommen. Dies ist eine Praxis für Yoga-Einsteiger und auch für Menschen, die sich länger nicht bewegt haben. Wenn du ganz sanft üben möchtest, ist das auch die richtige Praxis für dich. Es geht darum, dem Körper und dir selbst einfach gut zu tun. Du brauchst eine Yogamatte. Was dich noch unterstützt, wären zwei Yoga-Blöcke. Da du das als Einsteiger vielleicht nicht hast, gehen auch zwei Bücher, zwei dicke Bücher. Ich mache es extra auch mal mit Büchern. Und ein festes Kissen oder eine zusammengefaltete Decke und ein Yoga-Gurt bzw. ein langer Gürtel oder ein langes Handtuch unterstützen dich auch. Viel Freude jetzt! Wir starten liegend, die Füße aufgestellt, mattenbreit, die Knie können nach innen sinken. Leg eine Hand auf deinen Bauch, eine Hand auf deinen Herzraum, schließe deine Augen und komm erst mal an. Ohne Anstrengung. Gib deinem Atem ein bisschen mehr Raum und ein bisschen mehr Zeit. Mit jedem Einatmen hast du das Gefühl, dass du etwas mehr zu dir selbst kommst und mit jedem Ausatmen lass die äußere Welt verblassen. Alles, was heute war oder noch sein wird, ist jetzt nicht mehr relevant. Wenn du mehr in den Augenblick kommst, zu dir selbst. Dann bring deine Füße ein bisschen zusammen, sodass sie hüftbreit aufgestellt sind. Zieh dein linkes Knie zu dir heran mit beiden Händen. Greife dein Knie und drücke mit deinem Becken etwas in die Matte und mit dem Knie etwas in die Hände, so dass der untere Rücken sich etwas von der Matte löst, ein ganz kleines Hohlkreuz. Dabei ziehst du trotzdem den unteren Bauch nach innen. Strecke nun dein rechtes Bein über dem Boden schwebend aus, der rechte Fuß ist geflext, das Knie zeigt gerade nach oben. Und lege als nächstes das rechte Bein lang auf der Matte ab. Suche es zu erden und drücke weiterhin mit deinem linken Knie so gegen deine Hände, dass du dabei den unteren Rücken länger ziehen kannst. Denke daran, wieder zu atmen, dich gar nicht zu sehr anzustrengen. Und nun langsam den linken Fuß aufstellen, den rechten Fuß aufstellen und die Seite wechseln. Rechtes Knie zu dir heranziehen. Zunächst drück dein Becken, dein Kreuzbein zurück in die Matte, sodass du in ein winziges Hohlkreuz kommst. Du ziehst aber trotzdem den unteren Bauch nach innen. Atme. Dann streck dein linkes Bein über dem Boden schwebend aus. Das Knie zeigt gerade nach oben. Beide Füße sind geflext, das heißt angezogen. Und du atmest weiterhin ruhig und gleichmäßig durch deine Nase. Erde jetzt dein linkes Bein. So gut du kannst, zieh dich mit dem Oberkörper lang heraus aus dem Becken. Während du ruhig atmest, komme immer wieder in den Moment und zu dir. Langsam lösen, wieder beide Füße aufstellen, hüftbreit, die Arme neben dem Körper ablegen, deine
Schultern ein bisschen mehr hinten am Rücken zueinander ziehen. Lass deinen Nacken lang und mit dem Einatmen hebe dein Becken langsam an. Mit dem Ausatmen senke dein Becken langsam wieder ab. Der Atem führt deine Bewegung ein, das Becken langsam heben. Dabei bleiben die Knie parallel zueinander, ausatmen, Becken absenken. Füße bleiben ganz ebenmäßig geerdet. Ein letztes Mal hochkommen, einatmen. Hier bleiben. Achte darauf, dass du auch den Ballen von deinen großen Zehen erdest. Greife jetzt mit deinen Händen die Außenkanten der Matte. Ruckel deine Schultern mehr nach hinten auf den Rücken. Das Kinn zieht eher etwas weg von der Brust und du suchst dich insgesamt lang auseinanderzuziehen. Einmal noch einatmen und mit dem Ausatmen langsam dein Becken absenken. Diesmal beide Knie zu dir heranziehen, mit den Knien gegen die Hände zurückdrücken, um den unteren Rücken lang zu ziehen. Und nun komm entweder, wenn dein Rücken gesund ist, durch Auf- und Abrollen oder sonst über eine Seite hoch in den Vierfüßlerstand an den Mattenanfang. Im Vierfüßlerstand sind die Hände unter den Schultern und die Handgelenksfalten sind parallel zum kurzen Mattenrand. Mit dem Einatmen komm in ein geführtes Hohlkreuz, zieh dich dabei lang und mit dem Ausatmen mach einen weichen Katzenbuckel. Der Atem führt deine Bewegung. Einatmen, geführtes Hohlkreuz. Ausatmen. Katzenbuckel, den Rücken rund machen, dich abdrücken von der Matte. Einmal noch ein. Einmal noch aus. Nun den Rücken neutral ausrichten. Und dann die Füße aufgestellt. Heb deine Knie etwas weg von der Matte. Schieb dein Po jetzt weit nach hinten zurück zum hinteren Mattenende und hoch. Dein Herz schiebst du in Richtung Oberschenkel. Bleibe einen Moment hier. Versuche die Seiten deines Körpers, die Flanken auseinander zu schieben. Po hoch. Und dann setze deine Knie auf, diesmal etwas weiter auseinander, fast mattenbreit. Wenn möglich, mach deine Füße lang. Wenn nicht möglich, hast du sie aufgestellt. Schieb dein Becken nach hinten und komm in die Position des Kindes. Du kannst hier ein dickes Buch unter deine Stirn legen oder beide Bücher. Der Atem fließt ruhig und ebenmäßig. Komme bitte wieder hoch in den Vierfüßlerstand. Von hier stell den linken Fuß lang hinten auf, drück ihn fest in die Matte. Hebe dein rechtes Bein ein bisschen an, schieb den rechten Fuß nach hinten, stell ihn ab und du bist in der Plank Pose oder in der schiefen Ebene. Drück dich gut ab, zieh den Bauch ein bisschen nach innen. Atme einmal noch ein. Ausatmen, leg deine Knie ab. Einatmen, zieh die Seiten deines Körpers lang, den Bauch nach innen und wie ein Brett im Oberkörper lang, senke dich ab. Die Ellenbogen gehen ein bisschen auseinander, aber nicht zu weit. Mach deine Zehen lang, wenn du liegst, bring die Hände nach hinten. Dreh die Handflächen so, dass sie nach unten zeigen. Zieh deinen unteren Bauch ein bisschen nach innen und mit dem Einatmen hebe den Oberkörper, hebe die Beine. Hebe die Beine so, dass die Knie weiter gerade nach unten zeigen. Optional hebe noch die Arme. Atme weiter durch die Nase. Zieh dich in den Seiten deines Körpers lang. Damit meine ich, dass du dich
vom Becken her ausdehnst. Einmal noch ein. Ausatmen, deine Hände aufsetzen, deine Füße absetzen, hochkommen über die Knie, deine Zehen hinten aufstellen und jetzt komm in den nach unten schauenden Hund. Ähnlich wie vorhin, du hebst die Knie weg von der Matte, schiebst den Po nach hinten oben heraus. Schieb den Po erstmal so hoch wie möglich, die Knie können gebeugt sein. Schieb dich lang auseinander, die Seiten deines Körpers sind lang. Mit dem Ausatmen einmal die rechte Ferse etwas mehr in Richtung Matte ziehen. Knie wieder beugen, den Po hochschieben und mit dem Ausatmen linkes Bein ein bisschen mehr strecken, Ferse mehr in Richtung Matte ziehen. Und wieder Knie beugen, den Po hochschieben. Lass den Rücken lang, wenn du die Beine ein bisschen mehr streckst. Du musst sie überhaupt nicht ganz strecken, Hauptsache der Rücken ist lang. Einmal noch einatmen. Mit dem Ausatmen laufe langsam nach vorne zu deinen Händen. Und da wirst du schon merken, vielleicht musst du die Knie ein bisschen beugen, dann beug sie und unterstützend nimm dir deine beiden Blöcke oder Bücher an den Anfang der Matte. Mit leicht gebeugten Knien stehst du hier und zieh die Seiten deines Körpers lang, sodass der Rücken gerade ist. Hier atmest du tief ein und mit dem Ausatmen lass dich sinken über deine gebeugten Beine. Das ist die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Hier ziehst du den Rücken wieder lang und gerade. Und ausatmen, Vorbeuge. Einmal noch in die halbe Vorbeuge, einatmen, den Rücken lang und gerade, bring die Hände an die Hüfte, beug die Knie wirklich so weit, dass dein Rücken gerade ist, drück die Füße fest in die Matte, einatmen, komm langsam hoch und ausatmen, bring die Hände vor dein Herz. Einatmen, bring die Arme nach oben. Greife mit der rechten Hand dein linkes Handgelenk und lehn dich rüber nach rechts. Lass dein Becken gerade und stabil. Zieh dich lieber lang in den Seiten des Körpers. Raus aus dem Becken und noch ein kleines bisschen nach rechts. Kiefer ist gelöst. Dein Atem fließt ruhig. Und mit dem Einatmen komm wieder zurück nach oben. Wechsel, linke Hand greift das rechte Handgelenk. Dein Becken bleibt stabil und dann lehn dich rüber nach links. Der rechte Fuß drückt fest in die Matte. Und du lässt dein Becken gerade. Einatmen, komm wieder zurück nach oben. Aus, bring die Hände vor dein Herz. Beuge deine Knie tief, komm in die Stuhlstellung mit dem Einatmen. Die Arme gehen über den Kopf. Ausatmen, bring die Hände nach hinten, lehn den Oberkörper weiter nach vorn, Rücken gerade. Einatmen, komm nur mit dem Oberkörper wieder hoch, Arme über den Kopf, Stuhlstellung. Ausatmen, Arme gehen nach hinten, Oberkörper lang nach vorn. Und noch einmal ein, Stuhlstellung. Aus, Oberkörper nach vorne, Arme nach hinten und ein letztes Mal einatmen, Stuhlstellung. Achte darauf, dass die Knie gerade nach vorne zeigen. Zieh den unteren Bauch ein bisschen nach innen und aus, bring die Hände auf die Matte oder auf die Blöcke und vielleicht kannst du deine Beine ein kleines bisschen mehr strecken. Achte dabei darauf, dass du den unteren Rücken lang ziehst und dass er, wenn du in die Vorbeuge kommst, auch ein bisschen mit in die Vorbeuge gehen kann. Im Zweifel beug lieber deine Knie. Von hier entweder die Hände auf den Blöcken oder auf der Matte. Rechter Fuß ist dann zwischen deinen Händen. Setz den linken Fuß weit nach hinten zurück in einen weiten Ausfallschritt. Bring dein linkes Knie auf die Matte.
Du kannst dir ein Kissen unter dein linkes Knie legen. Komme hoch mit deinen Händen auf dem Oberschenkel. Zieh deine Beine energetisch zueinander. Drück dich ab, nimm den unteren Bauch nach innen, streck die Arme jetzt nach oben. Atme und zieh dich ganz, ganz lang. Einmal noch einatmen. Ausatmen, die Hände wieder zurückbringen. Linkes Knie kommt hoch. Einatmen, setze deinen linken Fuß nach vorne in die halbe Vorbeuge. Und ausatmen, rechtes Bein in einen weiten Ausfallschritt zurücksetzen. Rechtes Knie weich auf der Matte ablegen. Hochkommen mit deinen Händen auf dem Oberschenkel. Zieh die Beine energetisch zueinander. Drück dich ab mit deinen Händen, zieh den Bauch nach innen und bring die Arme über den Kopf. Und zunächst ist es wichtig, dass du atmest. Und was dir immer gut tut, ist, wenn du dich einfach lang ziehst. Einmal noch ein. Ausatmen, die Hände wieder zurückbringen, rechtes Knie kommt hoch. Einatmen, rechter Fuß nach vorne zum linken. Ausatmen, bring die Hände an die Hüfte, mach deinen Rücken gerade, die Knie können gebeugt sein. Erde deine Füße und einatmen, komm hoch. Aus, Hände vors Herz. Noch einmal in die Stuhlstellung kommen, die Knie beugen, Arme über den Kopf, einatmen. Vorbeuge mit den Händen auf den Blöcken oder Büchern, ausatmen. Zieh den Rücken lang mit dem Einatmen. Und jetzt ohne Blöcke, Knie so weit beugen, dass die Hände auf die Matte gehen. Tritt zurück in die Plank Pose. Die Blöcke brauchst du für einen Moment nicht, die kannst du zur Seite nehmen. Hier drück dich nochmal ab mit dem Einatmen. Und mit dem Ausatmen erst die Knie absenken und dich dann langsam ablegen, ganz auf der Matte. Für die Cobra. Mach deine Zehen lang. Die Beine stark. Zieh deinen Bauch nach innen. Der Kopf bleibt erst noch unten, wenn du dich eher lang ziehst nach vorne. Und dann komm ein Stückchen hoch. Der Kopf kommt erst ganz zum Schluss. Die Beine sind stark. Einmal noch ein. Ausatmen. Schieb dich über die Knie nach hinten und komme in den nach unten schauenden Hund. Wenn du die Füße aufstellst, den Po wieder nach hinten oben rausschiebst. Suche den Rücken lang zu lassen, wenn du gegebenenfalls die Beine noch ein bisschen mehr streckst. Laufe nun nach vorne erneut zu deinen Händen. Du kannst die Knie ein bisschen beugen, um nun in deiner Art und Weise zum Sitzen zu kommen. Strecke dein linkes Bein nach vorne aus, stell den rechten Fuß auf und jetzt wirst du merken, dass es gar nicht so leicht ist, gerade zu sitzen. Und da brauchst du entweder die zusammengefaltete Decke oder das feste Kissen, um dich ein bisschen höher zu setzen. Zieh dein Sitzfleisch zurück. Halte dich mit beiden Händen an deinem rechten Knie fest und zieh dich so lang wie möglich. Achte darauf, dass der linke Fuß gerade nach oben zeigt. Dich aufrichten und atmen und die linke Hand hält weiter dein rechtes Knie. Wenn du dich nochmal lang ziehst und dann die rechte Schulter hochrollst, nach hinten rollst und nun dreh. Stell die Fingerkuppen hinter dir auf. Zieh dein linkes Bein wieder zurück energetisch in dein Becken. Und insgesamt zieh dich lang, richte dich auf. Kiefer gelöst.
Nicht am Kopf drehen, der Kopf ist die ganz natürliche Fortsetzung in der Drehung. Mit dem nächsten Einatmen dreh dich zurück in die Mitte, mit dem Ausatmen ein bisschen gegendrehen nach links und nun dein rechtes Bein nach vorne ausstrecken, den linken Fuß aufgestellt, dein Sitzfleisch nochmal zurückziehen und mit beiden Händen greife dein linkes Knie. Zieh dich so lang wie möglich. Suche hier auch den unteren Rücken mit aufzurichten. Halte nur mit deiner rechten Hand dein linkes Bein. Zieh dich nochmal lang, einatmen, ausatmen, dreh nach links. Die linke Schulter rollt dabei nach hinten. Fingerkuppen links aufstellen. Rechtes Bein energetisch ins Becken zurückziehen. Genieße deinen Atem. Mit dem Einatmen dreh dich zurück in die Mitte, mit dem Ausatmen dreh dich nach rechts ein klein wenig in die Gegenrichtung. Komm wieder zurück in die Mitte und strecke bitte einmal beide Beine nach vorne aus. Gerne sitze wieder etwas höher, du könntest dein Kissen auch nochmal umschlagen. Zieh dein Sitzfleisch zurück. Und nun stell deine Fingerkuppen hinter dir auf und die erste Aufgabe ist, dass du beginnst, gerade so zu sitzen, so gut, wie du es jetzt kannst. Wenn das gerade Sitzen noch nicht funktioniert, beug deine Knie ein bisschen. Zieh die Fersen, die du erdest, zu dir heran, richte dich lang auf. Mit der Zeit wirst du langsam die Beine strecken können. Und wenn das keine Herausforderung mehr für dich ist, dann bring die Arme über den Kopf. Immer wieder zieh dich lang, richte dich auf. Einmal noch ein. Ausatmen, die Hände lösen, deine kleine Erhöhung beiseite legen und die Füße aufgestellt, halte dich nochmal an deinen Knien und richte den Rücken jetzt wirklich gerade auf. Und wenn dein Rücken gesund ist und du gute Bauchmuskeln hast, dann könntest du langsam abrollen. Wenn du ganz neu bist, dann empfehle ich dir, dass du dich erstmal mit Hilfe deiner Unterarme ablegst. Wenn du liegst, bring jetzt den rechten Knöchel über dein linkes Knie. Zieh langsam das linke Bein zu dir heran. Und die erste Option ist, du hältst das linke Bein im rechten Winkel, beide Füße geflext. Schieb dein rechtes Knie weg von dir. Oder greife mit der rechten Hand durch das Nadelöhr und dann verschränk die Finger hinter deinem linken Bein. Zieh das linke Knie ein bisschen zu dir heran, während du das rechte Knie wegschiebst von dir. Denke wieder daran zu atmen. Unnötige Spannung gehen zu lassen. Und dann langsam lösen. Beide Füße aufstellen, als nächstes linker Knöchel über das rechte Knie durch, erstmal das rechte Bein zu dir heranziehen, gebeugt als erste Option. Und die zweite Option ist durch das Nadelöhr mit der linken Hand durchgreifen, Finger verschränken hinter dem rechten Bein. Beide Füße geflext, achte darauf, dass du den Knöchel stabil hältst, den linken. Suche übermäßige Spannung jetzt loszulassen.
Und dann langsam lösen. Und mache Roboterarme mit deinen Armen, indem du sie beugst, Ellenbogen dicht am Körper. Drücke die Arme so in die Matte, dass du dabei deine Schulterblätter dichter am Rücken zusammenbringst. Lass deinen Hinterkopf lang. Wenn du dein Becken hebst, bleiben deine Beine, deine Knie parallel. Und dann mach deine Arme lang und greife entweder wieder die Außenkanten der Matte, wie wir das vorhin hatten. Oder du verschränkst die Finger hinter deinem Rücken, ruckelst die Arme noch ein bisschen dichter zueinander. Achte drauf, dass deine Füße, auch die großen Zehenballen, geerdet sind. Dass du den Po nicht kneifst. Die Muskeln haben einen Tonus, aber er ist nicht gekniffen, deinen Po. Zieh die Seiten deines Körpers lang. Heb dein Herz in Richtung Kinn. Einmal noch einatmen und die Hände lösen, dein Becken absenken. Nun, die Füße sind aufgestellt, bräuchtest du deinen Gurt. Strecke dein rechtes Bein nach oben. Wenn du keinen Gurt hast, verschränke einfach die Finger hinter deinem rechten Oberschenkel. Wenn du einen Gurt hast oder einen Gürtel oder ein Handtuch, nimm den Gurt um deine Zehenballen, die Gurtenden wieder ein bisschen länger. Das rechte Bein muss nicht ganz gestreckt sein, es muss auch nicht so weit oben sein wie bei mir. Wichtiger ist, dass du dein Becken in die Matte drückst, den Bauch etwas nach innen ziehst und suchst, den Rücken lang zu machen. Das hilft dem unteren Rücken in sehr, sehr vielen Fällen, diese Übung. Am Anfang empfehle ich dir, dass du den linken Fuß aufgestellt lässt, so wie ich das jetzt habe. Später kannst du beginnen, dein linkes Bein zu strecken, es zu erden. Die Idee hier ist, dass du den unteren Bauch wegziehst nach innen vom rechten Oberschenkel und dass du den Ansatz vom rechten Oberschenkel dort, wo er im Becken ist, dass du den wegschiebst von dir. Kiefer lösen. Ganz weich atmen. Nun langsam lösen und beide Füße aufstellen, dann dein linkes Bein nach oben strecken und entweder wieder die Finger verschränken, hinter dem Oberschenkel links oder den Gurt benutzen. Das linke Bein beginnen mehr zu strecken. Dann dein Becken zurückdrücken in die Matte, den unteren Rücken langziehen. Den Kiefer lösen. Und wenn du geübter bist, strecke dein rechtes Bein auf der Matte aus, aber dabei möge der untere Rücken lang bleiben. Und du ziehst den unteren Bauch nach innen, weg vom linken Oberschenkel und schiebst den Ansatz, dort wo der Oberschenkel im Becken mündet, weg von dir. Suche zu viel Spannung loszulassen. Und dann langsam lösen. Den Gurt beiseite legen. Die Beine so beugen, dass die Knie über dem Becken sind, die Schienbeine parallel zur Matte. Mach ganz kleine kreisende Bewegungen, erst in eine Richtung auf dem Becken.
und dann in die andere Richtung. Und nun stell deine Füße auf, nimm dir deine Blöcke, sofern du welche hast. Deine Fußsohlen sind zusammen, wenn deine Knie auseinander sinken, stütz das Ganze ein bisschen ab mit deinen Büchern oder mit deinen Blöcken. Du könntest an der Stelle auch dicke Kissen benutzen. Wenn es für dich hier wirklich komfortabel ist, dann atme und bleibe. Und nach ein paar Augenblicken nimmst du deine Hilfsmittel zur Seite, streckst die Beine aus. Lässt die Füße entspannt auseinandersinken und du bist in der Endentspannung hier in Shavasana. Die Handflächen zeigen nach oben, die Finger sind weich eingerollt. Beginnst du loszulassen. Gibst mit jedem Atemzug noch ein bisschen Spannung ab. Lass deinen Körper in die Matte sinken. Sanft auch das Gewicht deines Kopfes abgeben. Die Schultern lösen sich, der Nacken löst sich. Dein Gesicht ist weit und weich. Der Kiefer ist gelöst. Noch einmal mit dem Ausatmen sagst du dir, ich bin entspannt und lässt los. Noch ein paar Momente Stille für dich allein. Langsam vertiefe deinen Atem wieder.
und bewege deine Finger ein bisschen, deine Hände, deine Füße. Mit dem nächsten Einatmen streck die Arme lang aus, hinter dem Kopf, schieb die Füße weg von dir, zieh dich ganz lang. Ausatmen, loslassen. Und dann zieh die Knie zu dir heran. Roll noch mal ein bisschen hin und her. Finde deinen Weg zurück nach oben. Am besten über eine Seite dich hochdrücken, in eine angenehme Sitzhaltung zurückkommen. Bring die Hände vor dem Herzen zusammen ins Anjali Mudra. Atme und fühle dich selbst. Und danke dir selbst für deine Praxis. Namaste. So, wenn du weiter üben möchtest, dann wäre es gut, du schaust dir mal das Tutorial an auf diesem YouTube-Kanal, das Tutorial für den nach unten schauenden Hund und für die Kobra. Da kannst du diese beiden Stellungen noch ein bisschen genauer üben. Und dann könntest du auch loslegen mit dem Einsteigerkurs. Das sind 5 Videos, einer halben Stunde, Schritt für Schritt aufbauend. Ja, wirst du herangeführt an die Kunst des Yoga. Ganz viel Freude damit.